Hallo Leute, ja, wir haben hier die Holzbalken letztes Mal bearbeitet und ja, ich habe aber festgestellt, dass da gar nicht so viel ankommt und selbst beim Sägewerk war nicht so viel. Das heißt, wir sollten mal vielleicht beim Wald schauen, dass wir da vielleicht noch ein Sägewerk mehr hinkriegen, ne? Dass wir vielleicht mehr Lieferung kriegen, damit die Züge schneller fahren, ne? Schauen wir mal nach dem Logo. So, dann gehen wir mal zum Wald, der ja hier ist und dann haben wir, ja, das müsste aber eigentlich alles gehen, ne? Da müsste es ja möglich sein, noch eine Industrie hinzusetzen, Ressourcengewinnung, Sägewerk und guck mal, da geht's auch und hier geht's nicht. Okay, weil das so verschieden hoch ist, ne? Kann das sein? Ah, jetzt haben wir es gesetzt, aber das ist auch okay so. Eigentlich wollte ich gerade die Karte drehen, habe das aber wieder nicht geschafft. Ne? Warte, Fließband. Ne, Fließband war da. Auswurf. Ist da und da. So, das kann ich hier Ausgangsverbinder. Da muss ich den erstmal haben, ne? So wie es ausgeht, ist da einer. Krieg ich den auch da so einfach rüber? Ne, ne? So aber, oder? Jetzt kommen da auf jeden Fall mehr Baumstämme, oder? Und dann kommen da Holzbalken auf jeden Fall raus. Es ist nur die Frage, ob es sinnig ist. Verarbeitung. Kreissäge. Eingang, Ausgang, so müsste es passend sein, ne? Und wenn ich das jetzt so neben mache. Funktioniert das dann? Kriege ich das dann da noch angeschlossen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Machen wir hier. Kriege ich das Fließband da einfach noch neben angeschlossen hin? Na super. Warte mal, dann kannst du das schnell abreißen, ja, weil wir müssen das dann so rumsteuern. Krieg ich das dann noch hoch? Ja. Brücke bauen. Aber so oben kann ich nicht bauen, ne? Gibt nur Förderbrücke, Cursorhöhe. Aha, geht doch. Kann jetzt noch eine Kurve gehen? Nee, schade. Na, das heißt, das kann ich auch wieder abbrechen. Ja. Das heißt, wir müssen erst hier hin. Dann dahin. Ne, das war jetzt verkehrt. Schnell abbrechen. Müssen dann so hin. Und so ist schlecht, weil wir dann auf der gleichen Höhe sind. So funktioniert es wieder nicht. Ja, kannst du alles abbrechen dann? Und wir machen es dann wahrscheinlich mit dem Tunnel. Weil Tunnel sind besser. Komme ich denn da wieder raus? Gar nicht. Nochmal weg.
Tannenbaumeer und Land absenken hier. So, jetzt sehe ich auch was. Das hätte man hier auch machen sollen, von Anfang an, ne? Förderband. Tunnel. Da ist er rausgekommen. Nee. So, jetzt geht das aber besser, oder? Kann ich denn zwei Ausgänge bei so einem Ding haben? Ausgangsverbinder? Ja, geht. Bedeutet das, da kommt zweimal so viel bei raus? Das könnte ich ja einfach hier so laufen lassen dann, ne? Weiterverarbeitung. Säge haben wir. Funktioniert so. Wir machen Bretter daraus. Ich will nicht Holzträger. Bretter haben. Geht. Und das Fließband einfach hier geradeaus, oder? Sieht erstmal gut aus, oder? Noch mal schneller. Wird wohl auch gebrettert, gesägt. Hier komischerweise nicht so schnell, weil da einfach das Lager voll ist. Okay, der Zug kriegt dann aber jetzt auch mal richtig was mit. Ja, ist schon wieder voll, ne? Ja, das ist die Frage, ob es da hinten hält. Also das haben wir gesteigert. Der Zug fährt dann hier hin. Und wie viel sind dann hier im Lager? Nix. Hier ist auch nix. Das würde bedeuten, wir müssten einen zweiten Zug haben, oder? Wann kommt der jetzt? Da ist er, oder? So, hier sind 18 und hier sind 17. Der blinkt immer noch. Wie viele Tage noch? 85 oder 89 Tage. Jetzt die Frage, wie viel werden hier? 13, 10. Da sind 7, jetzt sind hier nur noch 8. Wie lange dauert es, bis der nächste Zug jetzt da ist? Da ist leer und hier ist jetzt auch leer. Und wo ist der Zug? Da kommt er. Der hier jemals Dingens gesehen, ist die Frage, ne? Jetzt sollten wir da noch einen LKW mehr drauf schicken. Wir bringen Baumstämme hier hin. Sind denn hier Baumstämme gefragt? Nicht wirklich, oder? Aber wo kommt der weg? Das ist die nächste Frage. Von hier passt. Was wird hier angeliefert, ist die nächste Frage, ne? Ach, das sind die Lagerhäuser, die da angebunden sind, okay. Aber kein Holz, ne?
Noch die Frage, was bringen die anderen beiden hier? Bretter? Bretter, die bringen Bretter dahin, zwei Wagen Bretter. Ah ne, warte mal, das war schon richtig. Ich muss nur gerade gucken. Holzträger zu Möllrich statt 7. Na komm, dann machen wir schnell noch einer hin. Kaufen. Kaufen. Route auswählen. Holzträger zu Möllrich statt 7. Und starten. Vielleicht klappt es ja jetzt, ich weiß es nicht. Der wird auf jeden Fall jetzt zügig beladen, das ist wichtig. Ah, das ist hier schon voll alles. Und da ist auch voll. Ja, okay, passt erstmal. Ist nur die Frage, wann kommt hier was an, ne? Zurzeit nicht. Was ist das für ein LKW? Es gab keine Bretter, okay, na dann kann er auch keine hinbracht haben, okay. Was hätte der gehabt? Er soll die Holzträger machen. Sorry, aber warum hast du jetzt nicht abgeliefert? Der fährt doch gerade Holzträger durch die Gegend, oder? Ja. Entladen steht er, ja. Er hat aber nicht entladen, oder? Habe ich was verpasst? Ah, ich weiß warum. Da fehlt ein Lagerhaus, kann da sein? Hau das mal schnell da so hin und mach mal da die Holzträger raus. Dann können wir auch noch eins dahin bauen. Und dann machen wir da mal gerade die Bretter raus, weil das ist ja dafür da. Machen wir nochmal Logistik an, dann sehe ich, was da reinkommt. Nichts gerade. Okay, der nächste LKW hat aber was geladen, oder? So, der entlädt jetzt nach hier. Kriegt er jetzt was hier? So, hier Baumarkt. Ne, der kriegt nichts, aber warum nicht? Ja, das erklärt mal jetzt gerade einer, ne? Lagerhaus. Ja, dann müssen wir das mal so ausprobieren. Muss mal schneller laufen. Bis da einer kommt. Kommt da einer? Da kommen jetzt welche. Da sind jetzt fünf drin, aber der Baumarkt nimmt trotzdem keine an. Hier ist nichts passiert. Habe ich das irgendwas falsch da? Ist das kein Holzträger? Ist das ein Eisenträger oder was?
So, nochmal alles schließen, nochmal aufmachen. Betonträger, Alter, ist kein Holz. Ja, dann kann das auch nichts werden, ne? Ah, oh, ist das ärgerlich. Können wir den Betonträger überhaupt schon herstellen? Ich glaube nicht, ne, oder? Ne, hier geht das nicht. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt noch forschen dann. Okay, dann wird das da bankrott gehen. Wir können dann die LKWs, die da sind, glaube ich, wegschicken. Genauso wie hier. Das haben wir auch noch nicht, eine Vakuumröhre. Ja, schade. Der Baumarkt. Aber das sieht doch aus wie so ein Holzträger, oder? Dem ist dann so, ne? Ja, dann lager die da trotzdem ein, wer weiß, wann hier irgendwann dann die Holzträger kommen. Gut, haben wir das erstmal ad acta gelegt, ne? So ein Shit. Der steht da, aber der kann gleich fahren, oder? Warum fährt der aber nicht? Weil hier besetzt ist wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ein bisschen schwierig hier, oder? Müsste hier einfach zwei Bahnsteige haben, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Der wird jetzt auch gerade schlecht beladen noch dazu. Was kriegt denn der? Kohle, oder? Ne, ist auch voll. Dem fehlen jetzt ein ganz bisschen hier Eisenbahn. Und was fehlt, dass es nicht läuft? Kohle. Oder sehe ich das falsch? Gucken wir in die Eisenbahn rein hier. Kohle ist genug da. Hier, da kommen die Eisenbahnen rein. Und da läuft. Ah, okay, der ist jetzt gerade da reingelaufen. Der läuft jetzt weiter und läuft jetzt tatsächlich da rein. Und jetzt ist da einer eingekriegt, jetzt kann der erst fahren. Okay, das heißt. Na, da fehlt immer noch einer. Jetzt fährt der Zug aber, oder? Ja. Ist die Frage, wie kommt hier rein, ne? Wahrscheinlich zu wenig, weil der. Die fahren da alle leer hin und her, das ist nicht gut. Hier, guck mal, das ist. Da kommt auch nichts rein. Zwei Bahnen sind hier drin. Das heißt, wir müssen mal hier mehr Ausgang haben, kann das sein? Kommen von hier. Ja, machen wir in der nächsten Folge hier noch beim Eisen weiter. Wir müssen noch einen Schmelzofen haben, der da Eisenbahn macht. Ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.